Hallo zusammen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Raft. So, ich habe mal wieder einen Tipp gekriegt und das habe ich wirklich noch nie gehört, nämlich, dass es ein Notizbuch gibt, das ich mit Tee aufmachen kann. Das probiere ich jetzt mal. Und ich muss sagen, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Scheint so eine Art Hilfe zu sein. Hier, dein Floß ist dein Zuhause, dein Haken ist dein Freund. So weit war ich schon. Wenn dein Floß auseinanderbricht, zimmerst du es wieder zusammen. Wenn dein Haken verloren geht, baust du einen neuen. Blaues Meer, Treibgut. Höre alle Frequenzen des Funkgerätes ab. Wenn etwas sendet, ist es über Wasser. Andere waren schon vor dir da, weitere werden dir folgen. Setze auch du ein Zeichen in der Welt. Die Welt ist untergegangen, aber ihre Geschichten bleiben. Sammle so viele, wie du kannst. Und um Himmels Willen, nimm dich in Acht vor Hain. Okay, letzteres wusste ich schon. Hier ist die Rede von einem Radio Tower 6145. Vielleicht sollte ich danach mal gucken. So, bevor ich jetzt wieder irgendwelche Experimente mache, einmal kurz den Ofen anschmeißen, damit ich irgendwann weiteren Kram bauen kann. Dann nach Essen und Trinken gucken. Hier liegt nämlich nichts auf dem Grill, sehe ich gerade. Habe ich denn noch was? Ja, genau, der Riesenfisch. Hier, was war es? Ein Lachs, das war auch so ein Monsterding. Der muss ganz allein da drauf. Und Wassermelonen essen hilft auch gegen Durst. Und ich habe beschlossen, ich will nochmal versuchen, das anzubauen, damit sich hier auch nicht ewig viele Palmsamen... Ich versuche es mal nochmal mit Ananas, glaube ich. Ich muss nur darauf aufpassen, sonst fressen die Vögel das Zeug. Und einmal gießen. So. Damit bin ich ganz gut aufgestellt. Jetzt kann ich nochmal in Ruhe einen Blick auf den Empfänger werfen. Und natürlich muss ich hier an dieser Insel auch erst noch tauchen. Wir haben bereits die Oberfläche abgegrast, also abgeerntet, sage ich jetzt mal. Und ja, das hier ist die große Herausforderung des Tages, würde ich sagen. Ich will jetzt gerade nichts in der Hand haben. Genau. So. Ich schalte ihn nochmal ein. Ich bin immer vorsichtig, weil ich Angst habe, dass diese Batterie leer geht. So, was sehe ich jetzt hier? 708. Und es piept. Und was ist jetzt, wenn ich die, wie war die Nummer? 6145 eingebe. 6 1 4 5. Taucht jetzt hier noch nicht auf, aber die nächste Insel dürfte hier liegen. Oh, halt. Irgendwann fange ich nochmal so einen Vogel. Gut, das heißt, die nächste Insel ist irgendwo da drüben. Ja, ich schätze mal, ich muss mich von Insel zu Insel durchhangeln. Und dann kann ich jetzt aber auch genauso gut noch ein bisschen hier den Boden abgrasen. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen angeln, weil ich habe nicht mehr so richtig viele Fische. Das ist zwar ein richtiges Monster, aber ich glaube, ich sollte dann gleich nochmal ein bisschen nachlegen. Hier machen wir nochmal ein bisschen Kletterpflanzenglibber. Meine Angel sieht sehr, sehr kaputt aus. Ich mache jetzt gleich schon mal eine neue. Und das andere, was ich bauen wollte, war noch ein zweites großes, wie heißt das, eine zweite große Anbaufläche. Mit einem Scharnier, Nägeln, Seil. Ein Scharnier hatte ich hier. Kann ich eigentlich schon selbst ein Scharnier bauen? Nein, du machst es jetzt nicht schon wieder kleiner. Oh. Ich glaube, wir gehen sofort tauchen. Hab ich denn, ne? Ich habe keinen Platz. Einmal den Kram schnell weg. Einfach gleich mal alles hier rein. Das räume ich nachher dann wieder raus. So, und jetzt sofort ins Wasser, noch bevor der Hai zurückkommt. Aber ich brauche einen Haken. Wo ist mein Haken?
Nein. War ja klar, dass es am Haken scheitert. So. War mir gar nicht bewusst, dass der. Hey. Schon wieder hops ist. So, was gibt's hier? Steine brauche ich nicht. Hier, das sieht alles. Hier ist Kupfer. Hier damit. Ich schätze mal, dass ich davon gar nicht genug haben kann. Bei den Muscheln bin ich mir nicht so sicher. Da habe ich irgendwie ganz schön viele davon. Und vielleicht, deswegen sammle ich jetzt auch wieder Ton. Ich weiß, ich wollte nicht noch mehr davon sammeln. Vielleicht baue ich einfach noch mal eine weitere Schmelze, so einen Schmelzofen. Dann brauche ich allerdings noch mehr Ton und Sand. Deswegen schadet das gar nichts. Dann geht das mit dem Einschmelzen, nämlich sobald ich Holz habe, auch viel schneller. Und jetzt habe ich hoffentlich ein bisschen mehr Zeit als sonst. Deswegen nehme ich gleich mal alles Mögliche mit. Was sind das? Steine vermutlich. Ja, das brauche ich nicht. Aber ich brauche Luft. Luft, Luft, Luft. So, was gibt es hier noch? Hier ist nochmal Ton. Ich glaube, sonst gibt es gar nicht so viel, was ich brauche. So metallmäßig. Sehe auch keine. Kein Seetang. Hier ist nur so. Kann natürlich auch sein, dass man dafür sehr viel weiter runter müsste, aber da wird mir niemals die Luft reichen. Das sollte ich also nicht unbedingt ausprobieren. So. Klasse, jetzt bin ich dann schon einmal rundrum und musste noch nicht mal einen Köder opfern. Hier ist nochmal Kupfer. Und Ton. Ah, ich bin direkt unterm Floß. Sehr gut. Ist auch schon wieder hoch. Oh, hey. Oh, wie gehst du weg von meinem. Hey. Oh. Na, toll. Eine Ananas ist schon weg. Aber egal. Es hilft ja nichts. Oh nein. Oh. Der Hai ist zurück. Ich habe ihn nur im Schatten erkannt. Gut, gut, gut. Leider haben wir jetzt eine Ananas eingebüßt. Naja, gut. Ist nicht so dramatisch. Die bringt gar nichts. Die können ja auch mal weg. Ich habe tatsächlich Sachen zurückgekriegt. Vielleicht kann ich eine neue bauen, die ein bisschen mehr bringt und einen Kopf hat. Dafür brauche ich noch ein Plastik mehr. Schaut's aus, den muss ich aus meinen Vorräten holen. Hier. Die mache ich nochmal. Das kommt hier nicht rein. Das kommt hier nicht rein. Das auch nicht. So, Heilköpfe hier. Und schon hier. Schon mein fünfter Stapel. Sand passt noch rein. Passt nur noch ein bisschen rein. Und hier ist auch mein Haken. Okay, das erklärt das. Ich würde, glaube ich, mal, was das Einschmelzen angeht, mit Eisen weitermachen hier. Davon werde ich nämlich gleich noch ein bisschen mehr brauchen. Halte ich den Stapel hier mal drin. Da passt nur noch eins rein. Okay. Hier kann eine neue. Komm schon hin. Vielleicht rette das wenigstens die zweite. Wie sieht es denn hier mit meiner Pinne aus? Komme ich hier jetzt inzwischen? Ja, jetzt geht's hier. Die war einfach noch nicht ganz ausgewachsen. Und diesmal sind tatsächlich keine Samen rausgefallen. Na gut. So. Das heißt aber auch, ich kann gleich mal gucken, wie es mit einer zweiten Anbaufläche aussieht. Wo habe ich denn hier noch?
So, zweite Anbaufläche. Den Hai nehme ich auch mal wieder mit in die Tasche. Damit kann ich gleich mal... Ah, sehr schön. Und da sind einmal Ananas-Samen rausgefallen. Die können hier gleich wieder rein. So. Hier ist gerade alles voll. Eins nach dem anderen. Solange zumindest die Vogelscheuche noch einen Kopf hat. Dann brauche ich Palmsamen. Da habe ich im Moment recht viele. Und dann kommt einmal Palmsamen hier. Und die zweite stelle ich direkt daneben. So, jetzt sind es nämlich schon zwei. Muss ich allerdings zweimal runtergehen und Wasser holen. Und schon habe ich zwei Bäume, die ich ziemlich bald fällen kann. Habe ich meinen Empfänger wieder ausgemacht? Ja. Und, oh, mein Wasser ist leer. Also kann ich das hier nicht einfügen? So. Ich glaube, einer geht noch rein. Da ich gleich durstig bin, esse ich ein bisschen Wassermelone. Davon habe ich eigentlich eh reichlich. Unter Wasser ist abgegrast, würde ich sagen. Dann können wir schon mal den Anker lichten. Und hier gleich nochmal weitermachen. Da habe ich noch ein paar Sachen, die ich weglegen kann. Ich wollte auf jeden Fall, fällt mir gerade auf, noch den Hai auf den Grill legen, damit das mit dem Essen vorangeht. Und jetzt ist schon wieder mein Haken. Hier ist mein Haken. Jetzt habe ich zwei davon, das schadet aber gar nichts. Nein. Jetzt ist mir doch tatsächlich was rausgefallen. Und du schon wieder. Gleich mal reparieren. So, erstmal die Taschen leeren. Was habe ich denn schon wieder alles in den Taschen? Ein bisschen Hai. Eine Kartoffel. Zwei Bretter, das ist nicht viel. Hier ein Barren. Ich könnte auch mal reichlich Kupfer noch einschmelzen, sehe ich. So, was ist mit Ton? Geht hier jetzt gerade rein? Ist gut. Eine Angel habe ich schon gebaut. Nägel. Ja, eigentlich gar nicht so viel, aber gut. Dann schaue ich doch mal. Vielleicht kann ich jetzt auch gleich mal die Tauchausrüstung bauen. Sauerstoffflasche halt. Seil ist kein Problem. Glibber ist auch kein Problem. So, eine neue Sauerstoffflasche. Die packe ich mal hier hin. Der Glibber kam wieder zurück. Wieso habe ich die hier drin? Ah, ich bin etwas verpeilt, was das Sortieren mit meinen Kisten angeht, weil das mit dem hier ständig alles rausplumpst, das finde ich eher unangenehm. So, hier habe ich so die fortgeschrittenen Sachen drin, wie Scharniere, Bolzen und solche Geschichten. Und hier will ich eigentlich eher so Stein und so Kram haben. Und die alte Batterie, keine Ahnung. Die ist, glaube ich, einfach überflüssig. So, ich nutze die Gelegenheit. Wenn wir schon wieder in der Strömung sind, halt. Geht noch. Hier vielleicht noch so ein Fässchen. Ah, da ist auch ein Fässchen. Ich habe noch ein bisschen Platz in der Tasche. Das nutze ich doch schon mal. Und dann muss ich jetzt mal zusehen, dass ich hier das mit dem Navigieren mal hinkriege. Und ich brauche eindeutig mehr Fangnetze, weil ich muss das hier immer von Hand machen. Das kann nicht die Lösung sein. Ich glaube, nur so wahnsinnig viel Zeug habe ich noch gar nicht. So.
dann hole ich mir noch, hier ist noch Holz, das Fässchen hole ich mir noch. Sehr gut. Nur diese einzelnen Kartoffeln. Nein. Was brauche ich denn für neue Fangnetze? Vielleicht mache ich das mal zuerst. So. Hätte ich noch mehr von den Palmblättern, könnte ich noch gleich noch ein zweites bauen. Okay, ein Haken ist hops. Habe ich schon irgendwo wieder eine Insel gesehen? Nee. Ja, ich will das Palmblatt. Doch, da hinten ist schon wieder so eine Insel. Halt! Steuermann! Da so grob hin. Vielleicht klappt das ja. Ja, hier so. Man sieht sie so aus dem Augenwinkel. Ah, hey! Aber diesmal legen sie sich wenigstens mit meiner Vogelscheuche an und nicht mit meiner Ananas. Zu weit weg. Und wir navigieren von Insel zu Insel. Ich glaube, so ist es gedacht. Hier. Bisschen mehr Halt. So, glaube ich. Hier irgendwo so müsste sie sein. Ah, sehr schön. Jetzt sehe ich sie auch schon. Und jetzt könnte ich derweil mal noch versuchen hier. Oh, hier muss ich erstmal reparieren. Das ist viel, viel wichtiger. So, wo habe ich denn überall Fangnetze? Da habe ich eins. Hier habe ich eins. Da und da. Vielleicht baue ich hier einfach noch so eine Reihe dran. Mit zwei Fangnetzen. Fangen wir mit den Fangnetzen an. Wie umhängen die denn? Die hängen alle so rum. Ja, genau. Weißt du, weg. Das ist genau das Gegenteil von dem, was ich gerade wollte hier. Und ich glaube, Plastik brauche ich auch immer noch reichlich. So. Dann mal schnell was daneben gebaut. Hey! Und das zweite baue ich einfach direkt daneben. Wo ist es? Ach, ich habe gar kein zweites gebaut. Eins, zwei. Ah, läuft. Nee, läuft nicht so. Du solltest doch im Fangnetz bleiben. Na gut, okay. Dann nehme ich eben das nächste. Und irgendwas stimmt mit unserem Kurs nicht, glaube ich. Vielleicht sollte ich den noch mal kurz korrigieren. Halt. Ja. Ey! Oh. Okay, so ganz funktioniert das. Das funktioniert eigentlich überhaupt nicht gerade. Ich muss nämlich eigentlich in diese Richtung, das richtig sehe. Leider sehe ich im Moment die Insel nicht mehr. Ja, das hat nicht geklappt mit dem Navigieren. Gar nicht geklappt. Doch, da ist sie. Ja, stimmt immer noch nicht. Hier geht's lang. Das funktioniert. Naja, oh, oh, oh.
meinen Durst übersehen. Nicht gut. Damit ist nicht zu scherzen. Wie sieht's aus? Hier ist die Insel. Ich fahre ganz, ganz grob nur in diese Richtung. Okay, es ist nicht so einfach, wie ich dachte. Aber es ist immer noch halbwegs korrekt. Ich habe auch noch nicht die Taschen voll. Und es gibt aber auch schon wieder nichts mehr. Und die See ist rau und es ist ganz schreckliches Wetter. Okay. So, ein bisschen was habe ich hier schon wieder eingesammelt. Okay, ich bin mir nicht sicher, ob das klappt mit dem Segel, aber die Richtung ist auf jeden Fall gut. Oh, und ich kann tatsächlich Ananas ernten. Ah. Aber nur einen Samen. So. Was ist das hier mit der Richtung? Ich habe nicht den Eindruck, dass wir groß näher rankommen. Vielleicht nochmal so ein bisschen korrigieren. Nee, eigentlich doch. Nee, eigentlich war gerade richtig. So. So ungefähr. Und die sieht eh so aus, als würde ich dein Leben nicht drauf nicht hochkommen. Mal sehen, wie das dann gleich ist. Nee, es sieht nicht so aus, als würden wir die Insel erreichen. Und hier, das Floß ist in Gefahr. Das war knapp. Vielleicht baue ich gleich noch ein zweites Paddel und helfe mal ein bisschen nach. Oh. Planken. So. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, doch, vielleicht. Scheint aber eher eine Großreaktion zu werden, trotz Segel- und Paddeleinsatz. Aber eigentlich müsste das mit dem Segel noch passen. Ist halt blöd, wenn es auf der anderen Seite ist. Aber so ganz grob. Also versuche ich mal, genau. Doch mal ein bisschen zu paddeln. Aber sie wird größer. Das ist doch schon mal was. Und vielleicht muss ich doch noch mal ein bisschen den Kurs korrigieren. Nee, geht. Ich glaube, so in etwa. Sieht auch wieder völlig anders aus als alle bisher. Und gleich sind wir auch da. Das ist super. Oh, und es gibt 4 Palmen. Sehe ich jetzt schon, mindestens. Das heißt, jede Menge Holz. Jedenfalls. Plus die 2, die ich selbst auf dem Floß angebaut habe. Sehr gut. Plastik eingefangen. Eigentlich sollte jetzt jemand mir das
wie das Segel einrollen, aber das wird vielleicht auch ohne gehen. So. Ich versuche mal hier auf der Seite anzulegen, weil es da ein bisschen flacher scheint. Wobei es egal, hier ist auch flacher. Unter Wasser sehe ich noch gar nichts. So, ab mit dir. Sicherheitshalber hole ich auch mal das Segel ein. Halt, falsch. Burks. Ja, der Aufgang hier ist so. So semi. Mal sehen, was hier noch so geboten ist. Vielleicht kriege ich dieses Fass noch. Ne, ist ein bisschen zu weit weg. Komm. Hey! Aber hier Holz scheint nämlich schon wieder knapp zu sein. Also ich habe noch stapelweise, aber... nicht so, dass ich hier 5 Stockwerke bauen könnte. Ich könnte hier noch so eins dran bauen. Wie ist denn das? Muss ich wahrscheinlich erst nochmal eine Stütze haben. Naja gut, dann lasse ich das mal. So, ich bin schon wieder am Verhungern. Was ist mit meinen Haischnitzeln? Die sind fertig. Mal dieses Problem nicht gleich so richtig zu Leibe rücken. Okay. Dann habe ich hier noch Ananas, die weg kann. Kartoffel kann weg. Ein Barren. Hier sind die Steine halt. Nach. Die kann man stapeln. Das geht eigentlich auch hier rein. So. Erz packe ich mal hier unten hin, weil ich dafür wahrscheinlich sowieso keinen Platz mehr habe. Und den Rest kann ich eigentlich... okay, vielleicht tue ich das Eisen auch gleich mal. Das auch mal hier rein. So, wie sieht es mit euch aus? Dauert noch einen Moment. Meine Axt ist fit. Dann gehe ich mal die neue Insel begutachten. Ups. Okay, hier geht's hoch. Das ist gut. Nein. Ach, der Hai hat sich schon wieder ein Stück abgebissen, aber gut. Das kann ich ja gleich reparieren. Jetzt erstmal. Ist ein bisschen tricky hier. So. Dann hier nach oben. Ich fange ganz oben an. Mangobaum, wie sieht es hier aus? Oh, und da drüben gibt es auch was. Hier, das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus. Eine Kiste. Und hier ist auch. Hier sehe ich schon mal eine Ananas. Okay, ich spring mal hier rüber. Sammel die Kiste ein. Okay, Bolzen, Eisen. Planke. Ein Scharnier. 2 Scharnier. Sehr gut. Scharniere brauche ich auf jeden Fall. Sonst ist ja hier... so eine schwarze Blume wollte ich mal mitnehmen. Also kann ich auch gleich noch eine mehr mitnehmen. Ich glaube zurück. Wow, ob ich das schaffe, weiß ich nicht genau. Nein. Oh. Abgestürzt, aber es war nicht schlimm. Es gibt offensichtlich keinen großartigen Fallschaden. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier... um die Insel rumkommen, ohne angeknabbert zu werden. So. Ach, hier hoch ist irgendwie schwierig. Also nehme ich nochmal die andere Seite. Oh. Huch. Juchs. Die ist echt ein bisschen schwer zugänglich, würde ich sagen. So, nochmal von dieser Seite. Hier geht's hoch. Hier liegt kein Obst, hier liegt eine Palme. Okay, das Segel bringt mich offensichtlich doch eine ganze Ecke schneller voran und vor allem klappt das mit dem Navigieren wesentlich besser und ich muss nicht so viel paddeln. Sehr gut, noch mehr Wassermelonen.
Erst den Mandelbaum. Und wenn ich jetzt ein bisschen fleißiger bin im Sachen anbauen, dann habe ich, glaube ich, echt, also zu essen reichlich. Eigentlich brauche ich dann auch gar keine Fische mehr essen. So. 14 Holz. Das ist doch gut. Jetzt geht es hier noch hoch. Noch eine Ananas. Und nochmal eine Palme. Sehr schön. Rote Blumen weiß ich nicht. Schwarze Blumen habe ich... Oh. Ah, die schwarzen Samen gehen jetzt nicht mehr mit. Hey, dann esse ich doch gleich mal hier so eine Ananas. Kann ich die dafür mitnehmen? Und hier, die sollten jetzt stacken. Gut, dann habe ich eigentlich alles außer der Palme da unten. Oh, da sind zwei Palmen da unten. Gut, da sollte auch nur bekanntes Zeug rausfallen, was ich schon habe. Ach nee, tut es natürlich nicht. Was habe ich jetzt verloren? Jetzt schmeiße ich doch die Blumen nochmal weg. Oder essen wir nochmal ein bisschen was. Hier die Mangos. Okay, vier Kokosnüsse schaffe ich vielleicht nicht. Nee, da werden Planken runtergefallen. Das ist ja ätzend. Ach, naja. So. Sehr schön. Dann habe ich alles und kann mich hier zurück zum Floß machen. Das geht auch direkt. Oh nein. So. Erstmal Kokosnüsse, Wassermelonen. Und jetzt schnell hier. Die mühsam angepflanzte Ananas hier. Was habe ich denn noch? Wassermelonensamen. Die kann hier rein. Und Ananassamen. So. Die hat auch noch einen Kopf, auch wenn er schon schief sitzt. Es liegt kein Fisch irgendwo drauf. Gut, hier ist kein Platz. Samen sind hier. Also mit Palmsamen kann ich auch schon bald handeln. Hier noch ein Ananassamen. Samen für schwarze Blumen, glaube ich. Schwarzer Samen. Mangosamen. Ich muss wirklich da dringend hinterher sein, diese Sachen anzupflanzen, damit ich... Oh. Hier ist keine so eine große Sammlung anlege. Und jetzt muss ich, glaube ich, erstmal mein Floß reparieren. So, wo war die weggebissene Ecke? Hier hinten. So, was habe ich noch in der... Ah, hier. Ich habe noch zweimal Scharnier. Noch ein Bolzen. Noch ein bisschen Eisen. Das Holz stackt leider nicht so schön. Einen Stapel behalte ich in der Hand. Muss ich mir nur noch überlegen, wo ich die Blumen hintun will. Die will ich hier hin. So. Gut. Die Ananas ist das, was ich als nächstes essen werde. Die sind auch versorgt. Trinken würde ich vielleicht noch einmal. Ich weiß nicht genau, wie viel reinpasst. Nee, die nicht mehr. Weg damit. So. Dann werde ich hier mal gleich noch mal ein bisschen weitermachen. Vielleicht sollte ich schon mal eine neue... Batterie vorbereiten. Wenn die andere leer ist, dann hätte ich nicht immer so Panik, dass sie leer ist dann bei nächster Gelegenheit. Aber okay, das will ich nochmal versuchen. Bevor ich ablege, will ich jetzt auf jeden Fall nochmal auf den Empfänger gucken. Das geht, das geht. Nee, das geht nicht. So, und dann habe ich hier Bäume.
Und die sind auch schon so weit. Da kann ich direkt loslegen. Einmal Samen ist rausgefallen. Sehr gut. Okay, das ist auf jeden Fall die Lösung des Holzproblems. Und es ist tatsächlich nur einmal ein Samen rausgefallen. Das heißt, die sind nicht endlos. Ich dachte nämlich eigentlich erst, ach, fallen ja jedes Mal zwei raus. Das stimmt also nicht. Und aber noch brauche ich mich um Palmsamen jedenfalls nicht zu sorgen. Davon habe ich genug. So. Und einmal hier. Vielleicht sollte ich doch mir mal gucken, was man für diesen Sprenkler braucht. Das wäre vielleicht eine gute Idee. Wo habe ich denn den gesehen, Sprenkler? Oh, ich könnte mir ein Fernglas bauen. Auch cool. Netzwerfer brauche ich nicht. Pinsel, Schere sehe ich erstmal auch noch keinen Bedarf. Will ich noch tauchen? Könnte ich eigentlich. Ich habe irgendwo, glaube ich, noch einen Köder. Oder habe ich den schon? Nee, den habe ich schon abgeworfen. Okay, um mir nochmal eine Batterie zu bauen, brauche ich gar nicht so viel Zeug. Brauche ich mir also eigentlich keine Sorgen machen. Eine Uhr. Kalender. Einen Kalender könnte ich eigentlich mal machen. Ich habe mir nämlich vorgenommen, auch wenn ich nicht so wirklich die Notwendigkeit für bestimmte Sachen sehe, vielleicht doch einfach sie mal zu craften. Denn unter Umständen erschließt sich das erst, wenn man die Sachen dann tatsächlich gebaut hat. So, ich bin auch noch nicht so richtig happy hier mit meinem Floß. Überlebenstage 39, das läuft ganz gut. Das ist schon mal super. Hier will ich noch kurz drauf gucken. Also, die nächste Insel ist 1311 und das ist hier südlich. Also, wir können das Segel schon mal in die Richtung drehen. So. Ablegen will ich noch nicht. Denke, ich könnte auf jeden Fall noch mal tauchen und gucken, was hier so. Ups, Entschuldigung. Ich wollte nicht stören. Was hier so unterirdisch geboten ist. Und das unterwegs auch immer gleich so losgeht. Hey! Will ich hier gleich noch mal in Ruhe gucken. So, wie sieht's aus? Ich habe relativ viel Obst zu essen. Fisch ist nicht mehr so viel da. Da sollte ich vielleicht doch noch mal ein bisschen angeln. Hier, Nägel habe ich hier schon mehrere. Die brauche ich vielleicht auch gleich noch, wenn ich das Floß noch ein bisschen ausbauen will. Und okay, die Flossen sind auch schon fast wieder hops. Ich könnte für oben noch eine Laterne bauen. Die Kalender habe ich schon, Stuhl habe ich noch keinen. Das mache ich mal. So. Einfach nur, damit ich so von ein bisschen von allem habe. Wenn ich den jetzt hier hinstelle, komme ich dann noch an den. Ach, vielleicht stelle ich den eher hier hin. So. Hier fehlt es natürlich auch noch an allen Ecken und Enden eigentlich. So, hier bräuchte man noch so ein bisschen. Nee. Halt. Wäre ganz schön, hier so ein bisschen Dach zu haben. Dann könnte ich mal oben drauf vielleicht noch ein paar Palmen stellen. Und da kann ich jetzt schon wieder nichts mehr bauen, weil ich. Ach so, weil hier sind die. Hier fehlt mir schon wieder irgendwas. Hier geht's. Wieso kann ich da nicht bauen? Okay. Muss ich da noch mal so einen Pfosten bauen? Und wo stelle ich den hin? Der geht hier ganz schön im Weg um. Hier sowieso. Hier vielleicht. Dann könnte ich hier noch ein bisschen Decke hinbauen. Und wieso geht das nicht? Weil ich kein Holz mehr habe. Nie. Aber ich habe unten noch Holz. Und ich habe bald schöne Wassermelonen. So, Holz war hier. Genau. Ich wollte noch Kupfer einschmelzen. Das kann ich nebenzu tun. So, hier.
Das sieht doch schon viel besser aus. Und eigentlich finde ich, könnten wir jetzt doch noch mal so ein großes Trophäenbrett machen. Nur so spaßeshalber. Na, wo passt's hin? Ist vielleicht eher was für außen, so zur Abschreckung. So hier. Achso, hier habe ich gar nicht so viel Platz. Hier vielleicht. Habe ich unten? Hier unten habe ich gar keine Wand. So. Und da kann jetzt nämlich mal einer von diesen Haiköpfen, glaube ich, drauf. Hoffe ich jedenfalls. Sonst wüsste ich nicht, wo die noch hin können. Jawoll! So, ich finde, das ist eine gute Verwendung. Und auch ein gutes Ende für diese Folge, die schon wieder recht lang gedauert hat. Ich werde in der nächsten Folge dann gleich die nächste Insel anpeilen und hoffen, dass, wenn ich genug Inseln angepeilt habe, wir dann mal rausfinden, was passiert ist und ein bisschen ja, mehr Hintergrund auch einfach finden. So, ich habe hier Kartoffeln könnte ich noch brutzeln. Was ich auch noch nicht rausgefunden habe, ist, wie das mit dem Kochen geht. Da braucht man irgendwie einen Topf dafür. Einen Topf habe ich aber irgendwie gerade noch nicht. Also es gibt noch einiges, was es noch auszuprobieren gibt. Ich hoffe, ihr werdet das mit mir gemeinsam machen. Nein, schon wieder alles rausgefallen. Ja, hier Ananas ist zu viel. Ihr werdet das mit mir gemeinsam irgendwie noch rausfinden. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal.